Debatte sein. Dann rufe ich jetzt den Tagesordnungspunkt 31 auf und darf den Einreicher um Einbringung bitten, Herr Mattes. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Klimadiskussion, die uns alle beschäftigt, hat die Frage des ÖPNV ganz neu in den Mittelpunkt rücken lassen und einen ganz neuen Stellenwert gegeben. Wir sind in einer Situation, wo es tatsächlich deutsche Großstädte gibt, die den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr testen wollen, die darüber diskutieren. Und es gibt viele Städte, deutsche Großstädte, die gegenwärtig etwas auf Übernahme prüfen wollen, was man das Wiener Modell nennt, das 365-Euro-Ticket, 1 Euro pro Tag für den öffentlichen Nahverkehr. Ich habe mir die Zahlen in Wien mal angeschaut und sie sind wirklich beeindruckend. In Wien hat man heute mehr Leute, die dieses 365-Euro-Ticket nutzen, als Leute, die ein Auto benutzen. Ich würde einen Moment warten, bis sich alle wieder beruhigt haben und dann weiterreden. Die Zahlen in Wien sagen Folgendes. Wien hat ungefähr dreimal so viele Einwohner wie der Einzugsbereich der DVB. Wien hat ungefähr dreimal so viele Touristen wie wir hier in Dresden im Jahr. Das heißt, also die Stadt ist vom Potenzial für den öffentlichen Nahverkehr ungefähr dreimal so groß wie wir in Dresden. Aber Wien hat fast sechsmal so viele Nutzer des ÖPNV, sechsmal so viele Fahrgäste auf den Wiener Linien. Das heißt, umgerechnet doppelt so viel wie in Dresden. Wenn wir einen solchen Fortschritt erreichen können, das wäre grandios. Das wäre wirklich grandios. Und ich bin ja sehr beeindruckt, was in letzter Zeit geht. Viele werden es noch gar nicht wissen. Im Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe wird demnächst zur Abstimmung stehen, noch vor der Landtagswahl, endlich die Einführung eines Schülerfreizeittickets für 10 Euro im Monat und die Einführung eines Berufsausbildungstickets. Das sind alles ganz gute Sachen und dem könnten wir uns anschließen und bei der Gelegenheit auch prüfen, ob das, was die CDU im Wahlkampf plakatiert und was sie sagt, ob sie das auch tatsächlich ernst meint, wenn es darum geht. Die Sache ist also rundum toll. Fürs Klima ist sie toll, sie ist sozial toll. 365 Euro nur noch für den Dresdner Nahverkehr. Es hat natürlich einen einzigen Haken. Und der Haken ist, es kostet sehr, sehr viel Geld. Alleine der Einnahmeausfall, der zu erwarten ist, wenn alle diejenigen, die jetzt eine Abo-Monatskarte haben, zu dem 365-Euro-Ticket wechseln, beläuft sich auf ca. 25 Millionen im Jahr. Soll das Ticket aber die eigentlichen erwünschten umweltpolitischen Wirkungen erzielen, ist das ja nicht alles, was an Kosten entsteht, sondern der Dresdner Nahverkehr muss ausgebaut werden, Dresden wächst. Und wir wollen mehr Leute in den ÖPNV haben. Das heißt, er wird ausgebaut werden müssen. Das heißt, es werden weitere zusätzliche Kosten entstehen zum Ausbau des Dresdner ÖPNV. Das heißt, ganz konsequent zu Ende gesprochen, wir wollen die Kosten nicht mehr auf die Fahrgäste abwälzen, sondern wir wollen als Stadt die Verantwortung übernehmen. Wir müssen dann, und dazu müssen wir stehen, den gegenwärtigen Zuschuss an die DVB von 40 Millionen auf 80 Millionen verdoppeln. Das ist sozusagen das Minimum, was dieser Vorschlag kostet. Und Herr Donhauser, deshalb ist es auch unredlich, wenn die CDU irgendwo behauptet, das könnte zum 1. Januar des nächsten Jahres erfolgen. Das ist kompletter Quatsch, das ist haushaltspolitisch völlig unrealistisch. Die Sache kann frühestens im nächsten Doppelhaushalt in Angriff genommen werden. Aber selbst um es da in Angriff zu nehmen, bedarf es einer soliden Vorarbeit. Es muss wirklich rundherum geprüft und bearbeitet werden, das Thema. Und das wollen wir sehr gerne, dass das jetzt beginnt. Dass wir da sozusagen Anlauf nehmen, auf das wir tatsächlich im Doppelhaushalt 2021 über ein solches Ticket reden können. Und deshalb stellen wir hier den Antrag
heute den Oberbürgermeister zu beauftragen, die ersten Schritte dafür einzuleiten, dass die Prüfung dieser Idee stattfindet. Wir geben der CDU die Gelegenheit, ein Wahlversprechen schon vor der Wahl zu erfüllen. Und, das sage ich jetzt gleich noch dazu, wir würden uns, weil ich ja viele Bedenken der Kollegen von SPD und Grünen auch nachvollziehen kann, den Ersetzungsantrag von SPD und Grünen gewissermaßen übernehmen, also vorschlagen, über unseren Antrag zum 365-Euro-Ticket in der Fassung des vorliegenden Ersetzungsantrages von SPD und Grünen abzustimmen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich bitte um große Zustimmung. Mir liegen sowohl Änderungsantrag CDU und Ersetzungsantrag interfraktionell vor und die könnten jetzt eingebracht werden. Zunächst CDU, Herr Donauser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, ich hätte es mir gar nicht gewagt, Herr Mattis, so viel Wahlwerbung von uns hier zu machen. Wir haben uns darauf beschränkt, weil wir das natürlich auch können, was Sie können, das nochmal an die Leinwand zu werfen, was wir heute in unserem Ersetzungsantrag vorschlagen. Denn, und da bleibe ich dabei, aus guten Gründen und nach langer Diskussion in der CDU haben wir das Ziel, Grünschnabel. Das Ziel der Einführung eines 365-Euro-Tickets aufgenommen, weil es durchaus Sinn macht. Erstens ist unsere Überlegung, Autofahrer dazu zu motivieren, und ich sage ausdrücklich zu motivieren, auf Bus und Bahn umzusteigen. Das ist der erste Gedanke und damit übrigens auch, wenn sie das tun, Straßen zu entlasten. Und der zweite Gedanke, möglicherweise eigentlich der fast entscheidende Gedanke, dass davon nämlich die Umwelt profitieren kann. Und damit ein ganz konkreter Beitrag zur sauberen Luft, zu einer Umwelt, die sich zunehmend, das merkt man ja jeden Tag, beziehungsweise gerade jetzt zwar nie, aber in Gänze schon, so entwickelt, dass es immer wärmer wird. Und da einen entscheidenden Beitrag zu leisten, ist unser Vorschlag, das 365-Euro-Ticket einzuführen. Was uns unterscheidet, und da brauchen wir uns kein X vom U machen, was die Linken angeht, weil in ihrem Wahlprogramm habe ich es nicht gefunden. Nein, das 365-Euro-Ticket steht nicht drin, Herr Mattis. Ja, bei euch steht drin, dass ihr FKK-Baden an der Elbe ermöglichen wollt. So, und da hättet ihr da doch einen Antrag stellen können, ja, wenn euch das so wichtig ist. So, was uns unterscheidet ist, dass wir zwei Wochen vor der Wahl, wo die Bürger entscheiden können, das nicht von wegnehmen wollen. Zwei Wochen vor der Wahl, wo man Bürger entmündigt. Und ich will daran erinnern, ich habe es mir heute extra nochmal angehört, lieber Herr Engermeier, 2018 gab es einen 5-Punkte-Plan, der hier groß getönt wurde von der linken Fraktion, wo man verbindliche Bürgerentscheide beginnen, Frühjahr 2019 Kommunalwahl zu wichtigen Fragen der Stadtentwicklung einführen wollen. Und noch nicht mal das kriegt er hin, jetzt zu akzeptieren. Es ist kein Bürgerentscheid, aber Bürger können trotzdem über wichtige Inhalte entscheiden. Noch nicht mal das kriegt er hin, auszuhalten, so lange zu warten, bis Bürger wirklich dann darüber entschieden haben, ob sie das oder das oder das sehr wichtig finden, weil da stimmen wir übrigens wieder überein. Es ist das wichtigste Reformvorhaben im Tarif der DVB. Und deswegen denke ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, das kommt dann gleich im nächsten Punkt nochmal, dass wir einen starken Rückenhalt in der Bevölkerung haben. So, und deshalb wollen wir auch nicht, und das ist, Herr Oberbürgermeister, kein Misstrauen in die Verwaltung, deswegen wollen wir auch nicht die Verwaltung mit der Prüfung beauftragen, sondern da sind wir schon, und das unterscheidet uns auch in dem Ersetzungsantrag, da sind wir schon als Stadtrat selber in der Verantwortung dafür zu sorgen. Vorher, bevor es in den Stadtrat eingebracht wird schließlich, mit VVO und DVB die Grundlagen zu besprechen,
die notwendig sind, um so ein 365-Euro-Ticket einzuführen. Und was wir auch nicht wollen, wir wollen nicht aufgeblähte Projektgruppen, die sich damit beschäftigen. Wir wollen nicht irgendwelche Kommissionen, die sich damit beschäftigen. Wir wollen keine runden Tische, die sich damit beschäftigen, weil die Fakten zum Schluss, und das wurde ja auch gerade angesprochen, Erfahrungen aus Wien liegen auf dem Tisch. Die müssen wir uns natürlich einladen, die Experten. Aber ich muss nicht in Runden, wo auch noch Verkehrswissenschaftler mit dabei sind, über Sinn oder Unsinn dieses 365-Euro-Tickets fabulieren, sondern wir brauchen hier, und damit meine ich nochmal auch den 26. Mai, eine politische Entscheidung durch den Wähler, und dabei bleibe ich. Und wir brauchen hier dann eine Entscheidung im Stadtrat, um dann die ganzen Rahmenbedingungen, wo sie übrigens 2015, wo es darum ging, das Sozialticket auf 50% hochzusehen, nicht mit einer Wimper gezuckt haben, mal Experten einzubeziehen. Das wurde einfach so und detailliert beschlossen, muss man wissen. So, und da bin ich genauso der Meinung, das brauchen wir hier genauso nicht. Wir brauchen die Grundlagen. Ich brauche hier keinen Experten aus der Wissenschaft, der mir erzählt, dass es Sinn oder nicht Sinn macht. Die Erfahrungen liegen vor. Und deshalb sind wir der Meinung, dass wir mit unserem Ersetzungsantrag genau das abbilden, was Sie uns übrigens unterstellen wollen, hier irgendwelchen Wahlkampfgetöse zu machen. Das ist eigentlich eine Frechheit von Ihnen. Nie im Leben würden wir so einen Aufwand treiben und, sag ich mal, auch vor allen Dingen inhaltlich solche parteiinternen harten Diskussionen führen. Und jedenfalls das abbilden, was wir nach der Wahl wollen, dass der Stadtrat die Gespräche beginnt und gleichzeitig der Oberbürgermeister gebeten wird, zu prüfen bzw. im Stadtrat vorzulegen, wie sich Verwaltung an diesem Prozess beteiligen will. Und über allen steht noch einmal, das letzte Wort haben die Bürger, in 2 Wochen haben sie die Möglichkeit, und deshalb auch die Bitte von mir noch einmal, nicht dieser vorschnellen Sache der Linken hier vorzugreifen bzw. dem zuzustimmen, sondern dem zuzustimmen, dass Dresdner Bürger mündig sind und am 26. Mai entscheiden können. Dankeschön. So, jetzt wäre an der Reihe den interfraktionellen Ersetzungsantrag von Bündnis 90 Die Grünen und SPD-Fraktion einzubringen. Herr Lichtig, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ein Gespenst geht um in Dresden auf verschiedensten Wahlplakaten, in verschiedensten Debatten, das 365-Euro-Ticket. Wie Thomas Löser in seiner Gegenrede gesagt hat, stellen wir Grüne uns dieser Debatte. Diese Debatte wird bei uns auch geführt. Sie wird bei uns kontrovers geführt. Wir stellen uns dieser Debatte durchaus, aber wir haben doch einige Fragen und einige Anmerkungen. Und gerade nach Ihrem Beitrag, Herrn Donhauser, den ich doch etwas in fachlicher Hinsicht etwas unterkomplex fand, muss ich da doch noch einige Dinge dann auch richtigstellen. Wenn Sie einfach sagen, naja, die Meinung der Fachleute, die interessiert uns nicht, die brauchen wir nicht, das entscheidet der Wähler, dann klingt das natürlich markig, auch insbesondere 1,5 Wochen vor der Kommunalwahl. Aber ist halt doch dem Problem nicht wirklich ganz angemessen. Ich finde es auch bezeichnend, dass jetzt nicht Ihr Verkehrsexperte hier spricht, sondern Sie als Fraktionsvorsitzender. Ich glaube, er ist gar nicht anwesend. Aber sei es gut. Ah, hier vorne, Entschuldigung. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen, ich habe mir nach hinten geguckt. ich finde es aber trotzdem bedenklich, wie Sie mit dem Thema umgehen, Herr Donhauser. Denn der Vorstand der DVB, Herr Hemmersbach, hat in der Bauausschusssitzung vor 1,5 Wochen einen sehr detaillierten und auch engagierten Vortrag gehalten. Und ich fasse es mal so zusammen, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Und die positiven Wirkungen, die Sie sich für die Umwelt erhoffen, wie Sie jetzt hier vorgetragen haben, sind alles andere als klar. Ich mache es an einem Beispiel. Wir haben zum Glück auch mit den Stimmen der CDU vor 2 Monaten, glaube ich, beschlossen, im Nahverkehrsplan uns zum Ziel zu setzen, ÖV-Anteil bis 2030 von 30% zu haben. Das ist ein ambitioniertes Ziel und dafür sind die realen Voraussetzungen, wenn wir an die Baufortschritte oder eben an die mangelnden Baufortschritte, beispielsweise bei der Stadtbahn, sehen, noch nicht gegeben. Sie haben das Wiener Beispiel erwähnt, aber im Ausschuss haben wir ja nachgefragt. Wien hat die Parkgebühren in der Innenstadt massiv erhöht und sie hat sie vor allem auch kontrolliert und durchgesetzt.
Wir haben Sie dann gefragt, sind Sie dann bereit, die Parkgebühren in der Innenstadt entsprechend anzuheben? Da kam dann ein Nein, auf keinen Fall. Auch Herr Hemmersbach hat bei der Frage gesagt, würde es tatsächlich mehr Fahrgäste generieren? Wahrscheinlich nicht. Und die Erfahrungen in Wien sind da durchaus differenziert und Wien ist auch mit Dresden in keinster Weise zu vergleichen, weil in Wien haben wir schon einen ÖV-Anteil von fast 40%. Wir haben doch auch eine weit höhere Subventionierung der Wiener Linien durch die öffentliche Hand als in Deutschland üblich. Und wir haben in Wien, und das ist, denke ich, auch für uns als Grüne ein sehr wichtiger Punkt, einen sehr, sehr niedrigen Radverkehrsanteil. Wir haben dort einen Radverkehrsanteil in Wien von 7%. Das spricht für uns dafür, dass dieses äußerst günstige ÖV-Angebot auch dazu führen könnte, den klimapolitisch erwünschteren Radverkehr, den wir in Dresden massiv ausbauen müssen, und das müsste eines unserer primären Ziele sein, dort unter Umständen gefährden. Deswegen haben Sie bitte Verständnis, dass wir in dieser Frage etwas vorsichtiger sind. Wir stellen uns der Diskussion, aber bitte in einer ruhigen und sachlichen und fachlich geprägten Debatte. Wir müssen klären, können wir tatsächlich 30 Millionen jährlich ausgleichen? Und wenn der Kollege Mattis dann großspurig sagt, naja, dann verdoppeln wir mal den Zuschuss der TWD zur DVB von 40 auf 80 Millionen, dann sage ich Ihnen ganz klar, das ist Voodoo-Economics. Ja? Das ist sowas von unseriös, das ist Quatsch. Und dann sage ich Ihnen auch ganz klar, das werden Sie mit den Grünen nicht machen können. Wir müssen natürlich über eine Anhebung des Zuschusses diskutieren, aber bitteschön gebunden an tatsächliche Angebotsverbesserungen oder an sinnvolle sozialpolitische Maßnahmen im Mobilitätsbereich, wie unser Vorschlag ist, dort das Bildungsticket einzuführen. Aber einfach mal so den Zuschuss mal zu verdoppeln und zu sagen, wie Sie plakatieren, das Geld ist ja vorhanden. Also Entschuldigung, das halte ich für zutiefst unseriös. Also, wie wird das Ganze finanziert? Was hat es für Auswirkungen auf die laufenden Stadtbahnprojekte, die leider nicht vorwärts gehen? Was hat es für klimapolitische Folgen? Können wir damit tatsächlich einen Zuwachs an Kunden für die DVB erreichen? Alles, was ich an fachlichen Studien kenne, warnt uns davor. Es wird große Mitnahmeeffekte geben, aber es wird dadurch keinen signifikanten Zuwachs geben. Das Dritte. Wir schlagen vor, das familienpolitisch und sozialpolitisch wesentlich vorrangigere Bildungsticket einzuführen für 15 Euro im Monat. Das ist die Hälfte billiger als Ihre 365 Euro Monatskarte, Jahreskarte, die Sie einführen wollen. Das halten wir für eine zielgerichtete, familienpolitisch, sozialpolitische, richtige Maßnahme, die wir uns auch leisten können. Und Herr Donhaus, Sie haben gesagt, dass wir ja damals überhaupt nicht diskutiert beim Sozialticket. Wir reden jetzt über 30 Millionen jährlich. Wir haben beim Sozialticket von 1,5 Millionen gesprochen. Entschuldigen Sie, das sind ganz andere Dimensionen. Also, ich bitte Sie wirklich, stimmen Sie dem Änderungsantrag von Grünen und SPD zu. Es ist wohl abgewogen. Wir werden diese Debatte dann führen, aber bitte seriös. Und dann werden wir zu einem Ergebnis kommen. Und wenn dann tatsächlich die Argumente für das 365-Euro-Ticket mich überzeugen, meine Fraktion überzeugen, dann werden wir dieses Projekt auch mittragen. Vielen Dank. Soweit zu den Ersetzungen oder Änderungsanträgen. Jetzt steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die FDP-Fraktion. Wird das Wort gewünscht? Nein? AfD, Herr Obern? Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürger. Die AfD-Fraktion begrüßt den Antrag und die Überlegungen, eine 365-Euro-Jahreskarte für den ÖPNV in Dresden einzuführen. Dies kann ein Impuls sein, den öffentlichen Personennahverkehr in Dresden weiter zu stärken. Vor allem aber kann die CDU bei diesem Antrag der Linken zeigen, ob sie nur ankündigt oder auch bereit ist, zu liefern. Denn eine Einführung der 365-Euro-Jahreskarte könnte bei der DVB zu Einnahmeverlusten von rund 30 Millionen Euro führen, die eine Angebotserweiterung sowie notwendige Reparatur- und Neubaumaßnahmen erschwert bzw. sogar verhindern könnte, falls keine sonstigen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Was im schönen Wien gelingt, kann auch im wunderschönen Dresden funktionieren. Vor allem, da in Wien mit einer größeren Fläche und mit fast 1,9 Millionen Einwohnern andere Voraussetzungen gelten. Aber im Vergleich zwischen DVB und Wiener Linien unterscheiden sich die Preise ansonsten kaum. Eine einfache Fahrt kostet in Dresden
als auch in Wien 2,40 Euro, ermäßigt 1,60 Euro in Dresden bzw. 1,20 Euro oder 1,50 Euro in Wien. Die Tageskarte kostet in Dresden 6 Euro, in Wien 5,80 Euro bzw. 8 Euro für 24 Stunden. In Dresden kostet die Monatskarte 61,50 Euro bzw. 51,90 Euro, im Abo in Wien 51 Euro. Zur Wiener Jahreskarte sei noch angemerkt, wer sie nicht direkt komplett bezahlt, sondern in Teilzahlung, zahlt dafür 396 Euro. Jahreskarten, und ich denke, dieser Aspekt sollte in der Diskussion nicht unterschlagen werden, werden von der DVB bzw. von der VVO jedoch seit 2018 gar nicht mehr angeboten. Zum Ärger vieler Dauernutzer, die nun mehr zahlen müssen, weil sie statt der Jahreskarte die teuren Monatsabokarten nutzen müssen. Begründet wurde die Abschaffung übrigens mit der Nullzinspolitik der EZB. Werfen wir nochmals einen Blick auf die Finanzen und das bereits angesprochene mögliche Defizit von rund 30 Millionen Euro, welches der DVB durch die 365 Euro Jahreskarte entstehen könnte. Wenn es politisch gewollt ist, umweltfreundliche Mobilität zu fördern und den ÖPNV zu stärken, ohne gleichzeitig Abstriche beim Leistungsangebot der DVB zu machen, dann müssen wir auch darüber diskutieren, wie der Plan finanziert werden soll. Ansonsten verkommt dieser Antrag zu reinem Populismus. Und das, wobei Ihrer Meinung nach der Populismus doch Sache der AfD ist. Die AfD-Fraktion jedenfalls befürwortet das 365-Euro-Jahresticket und wäre zur Finanzierungsunterstützung bereit, Mittel bei der Kulturförderung, insbesondere der sogenannten freien Szene, aber auch im Sozialbereich, beispielsweise bei den freien Trägern der Jugendhilfe, bei Willkommens- und Genderprojekten Mittel freizumachen. Ich denke, alle von den Budgetkürzungen Betroffenen wären dazu bereit, um einen Beitrag zu leisten für mehr grüne Mobilität und für mehr Klimaschutz. Vielen Dank. Wir machen weiter. Als nächstes Bürgerfraktion das Wort gewünscht. Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann es eigentlich relativ kurz machen, weil inhaltlich hat der Kollege Lichti, und das ist eine ganz seltene Situation, alles gesagt, was ich auch unterschreiben würde. Ich will aber noch auf einen anderen Aspekt hinweisen. Bisher weigert sich jeder der Antragsteller, sei es die Linke oder die CDU, nur einen Hauch davon zu erkennen zu geben, wie sie es denn bezahlen wollen. Da kommen Argumente, das würde gar nichts kosten von der einen Seite, dann kommen Argumente, ja, das können wir uns ja alles leisten von der anderen Seite. Ich will nur daran erinnern, dieser Stadtrat hat vor kurzem zusätzlich zu dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Sportstättenkonzept weitere Schwimmhallen hinzubestellt. Die Finanzierung läuft über die städtischen Unternehmen. Dieser Stadtrat wird demnächst sicherlich noch einen Beschluss dazu fassen, Anteile an der Drewag zurückzukaufen von der Thyga. Das wird eine erhebliche Kreditbelastung des Unternehmens bedeuten, die aus zukünftigen Gewinnen refinanziert werden muss. Wir haben eine Situation, alle die, die in diesen städtischen Unternehmen in den Aufsichtsräten sitzen, wissen das, die wird nicht komfortabler, sondern die wird eher kritisch. Das heißt, die Gewinne werden eher zurückgehen, die wir gewohnt sind. Das heißt, das zu verteilende Volumen aus den städtischen Unternehmen wird in den nächsten Jahren voraussichtlich deutlich kleiner und nicht größer. Und es wird garantiert nicht um Größenordnungen von 30 oder 40 Millionen Euro frei verfügbare Gewinne geben. Bleibt sowieso die Frage, ob das, was wir heute als steuerlichen Querverbund akzeptiert bekommen, immer noch akzeptiert würde, wenn wir derartige Dimensionen erreichen, dass wir 80 oder 100 Millionen in dieses Projekt stecken. Deswegen glaube ich, bringt dieser Antrag nur eines, er weckt Erwartungen bei den Leuten und er enttäuscht Erwartungen, wenn man dann hinterher erklärt, warum das Ganze nicht funktionieren wird. Und das finde ich bedauerlich, weil wir bei dem Thema öffentlicher Nahverkehr bisher einen breiten Konsens in diesem Stadtrat hatten über viele Jahre.
Und wir haben vernünftige Dinge beschlossen. Deswegen stehen unsere Verkehrsbetriebe auch so gut da im Vergleich zu anderen. Und deswegen kann ich eigentlich nur dringend davor warnen, solche Dinge im Wahlkampf loszutreten. Das sind Büchsen der Pandora, die man öffnet, die man anschließend nicht wieder zubekommt, weil einmal die Katze aus dem Sack ist, weil die Leute diese Erwartung haben, dass Dinge, die versprochen werden, auch eingelöst werden. Und wenn man dann hinterher solche Dinge sozusagen macht, die wiederum zu Belastungen der Unternehmen führen, frage ich mich, ist das der Preis, den auch die CDU bereit ist zu zahlen? Ich glaube nicht, dass das vernünftige Politik ist. Wir werden dem deswegen auch nicht zustimmen. Dankeschön. Als nächstes CDU-Fraktion, Herr Thiele. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren im Publikum. Ja, natürlich, Herr Lichti, habe ich zu dem Thema auch was zu sagen. Allerdings ist das bei uns auf höchster Ebene angebunden. Und deshalb hat auch der Fraktionsvorsitzende der Dresdner CDU hier natürlich das Recht, als Erster zu dem Thema zu sprechen. Und im Unterschied zum Antrag der Linken haben wir es bei uns auf dem Parteitag beschlossen als Zielstellung für die Dresdner CDU, als ein Ziel, was sich die Dresdner CDU setzt, was sie auch offensiv im Wahlkampf vertritt. Und wer hat es denn jetzt hier in den Stadtrat hineingezogen? Das waren eben nicht wir, weil wir so verantwortungsvoll mit diesem Thema umgehen, dass wir es eben tatsächlich den Wähler entscheiden lassen wollten. Und nun mussten wir uns natürlich zu dem Antrag der Linken verhalten, denn dieser Antrag ist holterdiepolter mit Unterschriftenliste hier nun kurz vor der Wahl noch in die Gremien hineingegeben worden, hier auch zur Abstimmung gestellt worden im Stadtrat. Und wir haben dann aus der Not die Tugend gemacht und unseren Antragstext entsprechend unseres Beschlusses vom Kreisparteitag dann als Ersetzungsantrag hier in die Debatte eingebracht. Und das hat Herr Donhauser schon gesagt, weil es uns so wichtig ist und wir eben entsprechend behutsam mit diesem Thema umgehen, und das hatte Herr Lichti formuliert, ruhige, sachliche Debatte soll es dazu geben. Deswegen wollten wir es eben nicht hier so kurz vor der Wahl nun in einer Hauruck-Aktion durch den Stadtrat jagen, was jetzt leider passiert. Wir wollten uns die Zeit nehmen. Wir haben entsprechend sehr klar formuliert, dass wir als CDU diese Zielstellung uns setzen und dann eben als Stadtrat gemeinsam mit den betroffenen Institutionen die Voraussetzungen besprechen wollen, die notwendig wären, um so ein Ticket einzuführen und so ein Tarifmodell einzuführen. Und dann hat man auch nach einer ruhigen, sachlichen Debatte mit allen Betroffenen ein Ergebnis, was man hier im Stadtrat auch diskutieren kann. Und dann, Herr Blümel, ist auch der richtige Zeitpunkt, um über Kosten zu reden. Denn dazu haben wir tatsächlich noch gar nichts gesagt. Wir haben aber nie gesagt, dass es nichts kostet. Und weil uns das bewusst ist, dass wir hier über sehr viel Geld reden, auch deshalb wollten wir die ruhige Debatte führen, nach einer Wahl mit einem entsprechend ausgestatteten Votum mit allen Betroffenen. Nun gab es auch vor kurzem die Bürgerumfrage der Stadt Dresden und die hat uns gezeigt, dass wir durchaus scheinbar auf einem ganz guten Weg sind, ein Thema getroffen haben, was doch die Leute sehr interessiert. Diese Bürgerumfrage hatte das Ergebnis, dass 37% dann entsprechend auf den ÖPNV umsteigen würden. Das entspricht allen Zielen, die Sie auch entsprechend immer vor sich hertragen, die im Verkehrsentwicklungsplan formuliert wurden und so weiter und so fort. Uns wird ja wirklich immer unterstellt, dass wir nur die Politik für das Auto hier vertreten, gemeinsam mit der FDP. Es ist richtig, wir möchten keine schullehrerhafte Politik, die Verbote setzt, die Vorgaben macht, die die Leute gängelt und reglementiert. Unser Ansatz ist es,
entsprechend attraktive Angebote zu schaffen für alle Verkehrsteilnehmer, so wie wir es auch plakatieren. Und das bezieht den ÖPNV ein. Das bedeutet ein attraktives Angebot für den ÖPNV und auch ein attraktives Tarifsystem. Und ja, das gebe ich ja offen zu, es gab intensive Diskussionen bei uns in der Partei. Da können Sie alle zuhören, auch Herr Blümel kann zuhören, weil uns eben genau die Auswirkungen auf die Verkehrsbetriebe und auch für die städtischen Unternehmen bewusst sind. Da sind wir wieder beim Thema Finanzen. Und das wollen wir entsprechend wirklich in Ruhe diskutieren, mit allen Vor- und Nachteilen, mit allen positiven Effekten, die das möglicherweise hat, so ein Tarif, aber auch mit Auswirkungen, mit denen wir uns dann auseinandersetzen müssen, sowohl bei den städtischen Unternehmen als auch bei der DVB selbst. Denn auch das ist uns klar, dass wir dann am Angebot entsprechend noch etwas tun müssen, um gegebenenfalls die erhöhte Nachfrage dann auch qualitativ hochwertig bedienen zu können. Wir wollten das in Ruhe machen und genau das stellen wir jetzt hier zur Abstimmung. Und da bitten wir um Zustimmung, denn unser Antragstext ist klarer und entsprechend vernünftiger und er gibt uns die Chance, das Thema in der gebotenen Gründlichkeit, mit der gebotenen Ruhe und in der gebotenen Zeit zu diskutieren. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen. Wird das Wort gewünscht? Vorerst nicht. SPD, Herr Steinmann-Fischer. Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, auch ich gehöre zu den Leuten, die bei diesem Thema überzeugt werden müssen. Ich will mich auch an der Prüfung des Themas nicht verschließen, aber die Sachargumente sprechen doch eine bislang sehr deutliche Sprache, die sagen, dass das Geld, was man in ein 365-Euro-Ticket investiert, schlecht investiertes Geld ist, weil wir haben ja von allen Parteien jetzt die Motivation gehört, warum sie für oder gegen oder skeptisch zu diesem Thema sind. Und es war immer die Umwelt und auch immer die Stärkung des Nahverkehrs. Und genau dieses Ziel, das zeigen die Beispiele aus anderen Städten, wird nicht erreicht. Wir haben vor 2 Monaten, Herr Lichti hat es mit dem Nahverkehrsplan angesprochen, aber parallel dazu ja auch diesen großen Nahverkehrsantrag parteiübergreifend beschlossen. Und dort haben wir ein sehr, aus meiner Sicht, sehr gutes System uns ausgedacht. Wir haben gesagt, wir haben ein Ziel, wir wollen den Nahverkehr in seinem Anteil auf 22-30% stärken und wir beauftragen die Verwaltung und die DVB, uns dafür Maßnahmen vorzulegen. Und anhand der Maßnahmen, anhand der konkreten Maßnahmen, benannt mit Kosten und benannt mit Nutzen, wie viel Fahrgäste bringt das pro eingesetzten Euro, können wir dann entscheiden, welche Maßnahmen wir eingehen. Und da ich bei diesem Thema auch kein Ideologe bin, sage ich auch, in diesem Rahmen kann man natürlich auch das 365-Euro-Ticket prüfen. In Wien stagniert der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs seit Einführung des 365-Euro-Tickets. Auf hohem Niveau, aber das hohe Niveau wurde vorher erreicht, nämlich durch einen massiven Ausbau, durch eine massive Verbesserung der Angebotsqualität und durch das Stadtwachstum. Natürlich wachsen auch in Wien weiterhin die Fahrgastzahlen, aber sie wachsen für alle Verkehrsträger gleich, weil die Stadt wächst. Und deswegen sagen wir und stehen auch wir weiterhin für diesen Weg zu sagen, wir wollen uns genau angucken, was eine Maßnahme bringt. Die gängige Meinung und auch die gängige Erfahrung ist, Qualität, Taktverdichtung. Wir haben eine völlig überfüllte Linie 7. Wir haben Buslinien, wo wir dringend eine Straßenbahn draus machen wollen und wo wir mit den Investitionen, mit den Planungen hinterherhinken. Wir haben Potenziale in der Stadt, neue Direktverbindungen anzubieten im Busverkehr, weil sich durch das Stadtwachstum und auch durch die erfolgreichen Entwicklung der Institute, der Wissenschaft und der Hochtechnologie die Wegebeziehungen in Dresden verändert haben und der Nahverkehr darauf nicht angepasst ist. Also wir haben hier sehr viel Potenzial, für das wir eigentlich schon auch eine ganze Menge Geld investieren könnten und eine Menge erreichen könnten. Und deswegen stellen wir diese Maßnahmen in Vordergrund und würden gerne mit diesen Maßnahmen vorangehen und dann analog zu Wien, wenn es sich als sinnvoll erweist und wenn es hinsichtlich der Zielstellung, die wir alle haben, sinnvoll ist, dann kann man auch noch überlegen, ob man das 365-Euro-Ticket einführt. Ich mache mir da ein ganz bisschen Sorgen, und das wurde ja schon von Herrn Blümel und Herrn Lichti angesprochen, gerade im Bereich Nahverkehr ist im Moment die Stimmung so ein bisschen, Geld ist ja da. Geld ist ja da deswegen kann man es investieren. Es werden in allen Städten riesige Ausbauvorhaben
vorbereitet, es werden viele Planungen gemacht, aber wir wissen ja auch, was ist, wenn das Geld in eines Tages nicht mehr da ist. Und dann, wenn die Haushalte schwinden, und dann kommt es nämlich zum Schwur, zur Frage, steht man noch zum Nahverkehr oder muss man das Angebot kürzen? Und vor dieser Situation würde ich gerne auch die Dresdner Verkehrsbetriebe bewahren, weil solange sie auch einen gewissen Anteil ihres Umsatzes mit ihren Ticketeinnahmen erwirtschaften, können sie ein solides Angebot, 80% ihres Angebotes, auch ohne städtischen Zuschuss aufrechterhalten. Das ist, glaube ich, ein Asset, was wir in der Krise nutzen könnten und sozusagen nachhaltig und langfristig gedacht, glaube ich deswegen, dass es auch immer ein sinnvoller Akt ist, einen Teil der Nutzerfinanzierung, also der Fahrgäste, drin zu haben. Wir sind natürlich auch unterwegs im Bereich Tarif. Wir haben, wie gesagt, das Sozialticket eingeführt. Wir sind auch gerne bereit, dieses weiter auszubauen. Ich glaube auch, dass es im Kleinen sehr viele Tarifmaßnahmen gibt, wo man Angebote attraktiver machen kann, wo denn tatsächlich auch ein Nutzen dahinter steht. Der Prüfauftrag ist ja schon ausgelöst und gerne stellen wir uns dieser Diskussion und gerne investieren wir dort auch Geld. Deswegen haben wir ihn ja auch ausgelöst. Deswegen möchte ich nochmal zusammenfassen, wir haben das Ziel 30%, das einigt uns alle, das haben wir gemeinsam beschlossen, da haben wir auch die Initiative vorangebracht, dass wir das haben und wir würden gerne auch prioritär auf diesem Weg weitergehen. Und das 365-Euro-Ticket kann eine Maßnahme sein. Es ist zu erwarten, dass es nicht die sinnvollste ist. Deswegen setzen Sie mit uns die Prioritäten richtig und stimmen Sie unserem Ersetzungsantrag, der ja von der Linke auch schon übernommen wurde, der erstmal nur eine grundlegende Prüfung ohne Bekenntnis dazu ist, zu. Und dann prüfen wir das im Rahmen unserer Angebotsoffensive. Vielen Dank. So, damit ist erstmal die Fraktionsrunde durch. Wir kommen jetzt zu weiteren Rednern. Erstmal fraktionslose Herr Green und dann Herr Wirtz. Meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, zu der Debatte passt dieser Schlager da, das ist alles nur geklaut. Jahrelang hat die NPD diese Forderung in verschiedenen Varianten aufgebracht. Kostenlos für Kinder unter 10 Jahren, kostenloser Weg zur Schule und zurück, Dresdenpass-Besitzer kostenlos. Immer wieder haben wir das gebracht, immer wieder haben sie es abgelehnt. Und jetzt kommen sie auf einmal auf die Idee und sagen, wir machen es selber. Ja. Alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Aber egal. Klar sollte sein, dieses verbilligte Ticket gilt nur für Dresdner. Das ist zulässig. Ist mir mal reinweg zufällig über den Weg gelaufen, an der schwedisch-norwegischen Grenze. Da hatten die verschiedene Tarife für einheimische EU und Non-EU. Das ist nach EU-Recht zulässig, habe ich mich da mal erkundigt. Also wir können sagen, gilt nur für Dresdner. Das wäre eine der kleineren Sachen. Dann muss man überlegen, 30 Euro im Monat, also 360 Euro, 30 Euro ist immer noch viel Geld. Also ich habe zwei Kinder, denen ich monatlich für 37 Euro eine ermäßigte Karte Grenzraum kaufen muss. Das ist ein Haufen Geld, sowas. Ne? Man kann auch überlegen, ob man das 12-Euro-Ticket macht, 1 Euro im Monat. Dann wäre die Frage, ob das passiert wie vor 40 Jahren in Bologna, wo die mal die öffentlichen Nahverkehr ganz frei gemacht haben, wo die dann die Nachtcafés für die Obdachlosen abschaffen mussten, weil die sich alle in die warmen Busse gesetzt haben oder der Straßenbahn gesetzt haben dort und dann die ganze Nacht kostenlos gefahren sind. Egal. Jetzt komme ich aber mal zum eigentlichen großen Problem. Ich bin, um das alles mal zu testen, mal Bus gefahren. Wir kriegen ja so eine schöne Karte mit Fahrrad, kann man das Fahrrad mitnehmen. Und ich bin mal nachmittags, wenn so richtig viel Verkehr ist, mit dem Fahrrad in den Bus rein. Also was man dort erlebt, dort lernt man wirklich, wie es in der Praxis zugeht. Dass die Busse verspätet kommen. Das ist eine Punkt. Dann, ich war nur drinnen mit dem Fahrrad. Da war neben mir noch jemand mit dem Kinderwagen. Jetzt kam eine andere Mutti mit dem Kinderwagen. Die rannt außen mit dem Kinderwagen zum nächsten Eingang. Der Fahrer gar nicht war, da fuhr der los dann plötzlich. Türen zu, fuhr er weg. Sie haben das jetzt gelesen in den letzten Tagen von der Gewalt in den Bussen. Diese Fahrgastzähler, ich weiß nicht, inwieweit die jetzt
von der Stadt beauftragt oder wie die dazugehören. Das ist alles ein bisschen problematisch. Unsere Busse sind zumindest in den Stoßzeiten so schon übervoll. Und die Idee, Herr Donhauser, das schafft mehr Platz auf der Straße und motiviert die Leute dazu, Bus zu fahren. Ja, vielleicht wird wirklich die Straße leerer, wenn es ginge. Aber ein 360-Euro-Ticket schafft nicht mehr Busse. Das ist das Problem. Das müsste man dann nämlich im Gegenzug mitgehen. Und das weiß ich nicht, wo das im Moment herkommen soll, weil die knappeste Ressource, das sind die Busfahrer. Ich höre da von meinen Kindern immer viel, wie sich dort komische Dinge ereignen, dass die also im Regen geht der Bus kaputt, werden, der Bus wartet auf die Reparatur, der Busfahrer bleibt drinnen sitzen, die ganzen Insassen, die lässt er aus dem stehenden Bus raus, die müssen draußen im Regen stehen oder Kälte, ne? Gibt es alles solche Fälle. Das Problem sind nicht, dass die Busfahrer unfähig sind oder die sind überlastet, sind zu wenig. Meine Damen und Herren, wenn wir sowas machen würden, dann müssten wir auf alle Fälle massiv investieren in mehr Busse, zumindest in den Stoßzeiten, und in mehr Fahrer. Und wo die herkommen sollen, weiß ich nicht. Ich denke, am Markt sind sie erstmal nicht vorhanden. Das ist nämlich die eigentliche Schwachstelle dieser ganzen Idee. Wir haben uns noch nie ganz entschieden, also wir tendieren dazu, dem CDU-Antrag zuzustimmen, aber ich höre mal nur, was Sie noch weiter sagen. Danke. So, nächste Wortmeldung, Herr Wirz und dann Herr Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich komme mal zurück vom 365 Reichsmark-Fahrschein zum 365-Euro-Ticket. Die Linke hat im Wahlprogramm drinstehen, dass die Tarifstruktur der DVB zu verbilligen ist und langfristig auch das kostenfreie ÖPNV in Dresden eingeführt werden soll. Das Erste, was uns verwundert hat, ist die Blockadehaltung der Grünen. Wer mal bei Google eingibt, Grüne und 365-Euro-Ticket, wird merken, es ist Land auf, Land ab. Stimmen die Grünen, fordern sie, stimmt ihm nicht nur zu, sondern fordern geradezu das 365-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende im Bundestag, fordert es und die Leipziger Grünen fordern es auch, unterstützen es eben sogar nur als Durchgang zum kostenfreien Nahverkehr. Also sind die Grünen hier in Dresden irgendwie besondere Grünen, die halt nichts für den ÖPNV und für die Nutzung des ÖPNVs tun wollen. Der Irrtum der CDU, dass die 365 Euro auf ihren Wahlplakaten eine Abstimmung über das 365-Euro-Ticket wären, ist eben ein Irrtum. Es gab ja mal einen Oberbürgermeisterkandidaten, der die Wahl verloren hat und der ist mit 5000 Sozialwohnungen ins Rennen gegangen. Und wo die CDU im Prinzip alles Mögliche blockiert hat, um hier den städtischen Wohnungsbau voranzutreiben, aus allem ausgestiegen ist, es immer mal erwogen hat, es dann verworfen hat. Und am Ende ist eben ein Wahlplakat nicht nur eine Abstimmung über den Inhalt, den eine Partei bietet, sondern auch über die Glaubwürdigkeit, die eine Partei bietet. Und wenn eine Partei eine Wahlperiode lang nur den Autoverkehr gefördert hat, nichts für den Radverkehr getan hat, nichts für den ÖPNV getan hat, am Ende noch unter Umständen einen Antrag der Bürgerfraktion zum Planungsstopp der neuen Bahnlinie in Striesen zustimmen könnte, dann ist das eben nicht glaubwürdig und so wird dieses Thema eben in den Schmutz getreten und es wird nicht über das Thema abgestimmt, sondern über die Glaubwürdigkeit einer Partei. Insofern halten wir es für richtig, dass die Stunde der Wahrheit hier mal vor der Wahl kommt und eben nicht nach der Wahl. Was zu Wien zu sagen ist, zum Wiener Modell ist, Wien gilt als die lebenswerteste Stadt der Welt. Die Mieten liegen zwischen 5 Euro und 8 Euro. Man kann natürlich privat noch mehr mieten, aber es gibt einen Großteil an städtischen Wohnungen. Und der Nahverkehr ist, wie gesagt, für 365 Euro ein Jahr lang zu haben. Das macht die Stadt erschwinglich, das macht diese Stadt lebenswert, das gibt Kapazitäten für Kultur und nimmt auch eine ganze Menge Stress von den Leuten. Davon wollen wir in Dresden auch hin. Und wir als Linke denken eben nicht nur an den Umwelteffekt, den das in Zukunft haben wird, sondern für uns ist preiswerte Mobilität für alle eben auch ein Teil der sozialen Daseinsfürsorge. Und auch deswegen stimmen wir für das 365-Euro-Ticket. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist der folgende.
Es geht nicht um Wahlen. Es geht darum, dass die Diskussion um Klimaschutz sich im letzten Jahr drastisch verschärft hat. Kinder, Jugendliche, Schülerinnen und Schüler stehen vorm Rathaus, gehen auf die Straße und fordern, dass ihre Zukunft gesichert wird. Dass ihre Zukunft gesichert wird, weil sie Angst haben, dass die Klimaveränderung, die Wetterveränderung, die langsam auch schon in der Umwelt, in Flora und Fauna sichtbar sind, dass die ihre Zukunft verderben und die Politiker nichts tun. Deswegen halten wir überhaupt nichts davon, hier irgendwas zu verzögern auf nach der Wahl und dann mal zu überlegen, dann wird es wieder verwässert. Wir möchten jetzt hier Butter bei die Fische tun. Stimmen Sie also dem 365-Euro-Ticket zu und erfüllen Sie mal ein Wahlversprechen vor der Wahl und brechen Sie es nicht nach der Wahl. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Schulte-Wissermann und dann Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne und draußen im Stream. Ich freue mich jetzt hier, ja hoffentlich vorletzter Redner zu sein und noch, ich glaube, es ist ganz knapp vor um 10 und ich freue mich auch über diesen Antrag und über das 365-Euro-Ticket zu reden. Warum freue ich mich? Weil als die Piraten angefangen haben, über fahrscheinlosen ÖPNV zu reden und dies zu fordern, das war so vor 6-7 Jahren, da wurde man mehr oder weniger überall ausgelacht und man hat gesagt, das ist Utopie, das kann nicht sein. Heute ist das schon zweimal in Reden gefallen. Es wurde kostenloser ÖPNV genannt, aber sei es drum, es ist im Prinzip dasselbe. Kostenlosen ÖPNV gibt es natürlich nicht, weil there's nothing like a free lunch. Irgendjemand muss es bezahlen. Und deswegen freue ich mich so sehr über die Diskussion hier, denn was wir hier machen, ist, wir starten eine Diskussion um einen umlagefinanzierten ÖPNV. Nichts anderes ist fahrscheinloser ÖPNV, nichts anderes ist das 365-Euro-Ticket, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen. So, die Franzosen machen es mit einer Abgabe auf die Industrie oder die Arbeitgeber. Wir könnten es machen also in Deutschland über eine Abgabe über Steuern zum Beispiel oder über den städtischen Haushalt. Eine Diskussion wird jetzt entstehen, wo wir sagen, naja, dann lass uns doch einfach sagen, wir nehmen die Tourismusabgabe, Bettensteuer oder wir nehmen die Parkgebühren. Und die Piraten sind durchaus dafür, die Parkgebühren zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Also wenn diese Diskussion dankenswerterweise von der CDU angetreten wurde, jetzt dazu führt, dass wir auch über höhere Parkgebühren zur Finanzierung eines 365-Euro-Tickets sprechen, dann freue ich mich sehr. Vielleicht werde nicht ich darüber noch sprechen, einige von Ihnen werden darüber in der nächsten Legislatur aber sicherlich sich wieder treffen. Und darüber diskutieren, sollte ich dabei sein, werde ich mich sehr freuen, in diese Richtung zu gehen. Ja, wir gehen jetzt alle nach Hause gleich. Ja, würden Sie einmal bitte, Frau Malberg, hier vorkommen und irgendwas Konstruktives sagen, anstatt dauernd mich anzupöbeln? Ich werde wahrscheinlich jetzt einfach aus Trotz meine 5 Minuten hier machen. Also geh nach Hause. So, erstens, ich weiß nicht, seit wann wir uns duzen, ja? Und zweitens, ich weiß nicht, warum man nicht ein bisschen Kinderstube haben kann und einen hier einfach mal in Ruhe ausreden lassen kann. Ja, das sage ich. Das sage ich als der liebste Pirat in diesem Stadtrat. So. Ja. Also, die Diskussion ist gut und weil wir ja schon mal dabei sind, ich muss ja jetzt noch 2 Minuten was sagen. Herr Donhauser, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie jetzt, dass Sie wirklich offenbart haben, wie die CDU denkt und wie da die Strukturen sind. Ja, nicht die Verwaltung soll irgendwie reden und diskutieren, nein, es sollen wir machen. Wer sind wir? Oder vor einer Stunde, wir haben doch eine Abmachung gehabt. Oh Gott, wo denn was? Im Ältestenrat? Bin ich dabei? Nein. Ja, also dadurch, da wo Sie irgendwelche Absprachen machen oder wo Sie entscheiden wollen, das sind die falschen Gremien. Der Stadtrat ist das Gremium, der gibt der Verwaltung einen Auftrag und dann wird das umgesetzt. So läuft es. Wir sind alle gewählt, 70 mit Oberbürgermeister, 71 sind gewählt und die werden jetzt eine Entscheidung treffen.
Und weil ich schon mal dabei bin, 71 Stadträtinnen und Stadträte gibt es neu zu wählen. Die Piraten sind mit dabei. Wir haben übrigens viel, viel jüngere Kandidaten als der Herr Stahlmann-Fischer, die aber mindestens qualitativ so gut sind wie der Herr Stahlmann-Fischer. Und wenn Sie einmal einen von denen, sollten die reinkommen, Grünschnabel oder Grünschnäbelin nennen, dann werde ich richtig böse. So, ich gehe jetzt nach Hause, Frau Malberg. Dankeschön. Herr Löser. Ja, liebe Kollegen, dann sage ich auch noch was dazu. Und Herr Wirtz, Sie können sich ganz sicher sein, diese Grünen hier, das sind natürlich gute Grüne. Das will ich Ihnen noch mal sehr deutlich sagen. Ja, auch an meine Fraktion. Ihr seid cool. Denn wir machen hier verantwortungsvolle Politik. Und das unterscheidet uns dann vielleicht auch ein bisschen von einer Fraktion, die in dieser Stadt Plakate hängt mit Geld ist genug da, es muss nur verteilt werden. Das ist so der Dagobert Duck-Spruch, ja? Ja, sicher, Geld ist genug da, deswegen reden wir stundenlang über Haushalt. Wenn genug Geld da wäre, hätten wir heute alle gehen können, weil es ist ja alles da, ist alles schon verteilt, ist alles easy. Also nochmal, für uns ist Nachhaltigkeit eben nicht nur dann mal kurz vor der Wahl ein Lippenbekenntnis und wir freuen uns ja, dass diese Debatten jetzt hier im Zentrum stehen. Plötzlich sehen wir Wahlplakate überall, Radfahren, Bäume pflanzen, ÖPNV, das ist doch toll, das ist die grüne Agenda, die in diesem Wahlkampf voll dabei ist. Und da sage ich mal, da bin ich und da sind die Grünen verdammt stolz drauf. Und natürlich haben auch andere mitgearbeitet, die Piraten, das ist vollkommen richtig, haben dieses Thema schon lange gespielt. Und bei uns gibt es diese Diskussion natürlich republikweit und wir werden uns dieser Diskussion stellen. Und genau deswegen, aber wir wollen es eben auch wirklich dauerhaft, wir wollen es auch wirklich nachhaltig und nicht die Stadt im ÖPNV dann schädigen, weil ich sage mal, in 3 Jahren, da dauert es dann wieder ein bisschen zur Wahl. Da ist es dann alles egal, oder wie? Wir sagen ganz klar, wir stellen uns der Diskussion. Deswegen haben wir diesen sehr klugen Änderungsantrag vorgeschlagen, in dem wir sagen, der Stadtrat erwägt die Einführung, ohne es jetzt hoppla hopp einfach einzuführen. Denn wir müssen natürlich klären, wie wir es finanzieren. Wir müssen klären, wie wir auf diesem Weg dahin kommen. Und Kollege Lichti hat dann auch noch andere Punkte angefügt, denn es ist tatsächlich notwendig, die fachliche Debatte zu führen. Und das ist unser Antrag. Wir freuen uns, dass die Linken diesen klugen Antrag der Grünen, Herr Wirtz, übernommen haben und dass wir eventuell jetzt dafür eine Mehrheit bekommen. Geschäftsführungsantrag, Herr Kabot. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich beantrage Ende der Debatte. Wir haben jetzt genügend Wahlwerbung von jeder Seite gehört und ich denke, jetzt reicht es. Danke. Ich hatte jetzt auch noch nur noch einen Redner draufstehen und das war der Mattis, den hätte ich es gleich nahegelegt, das Schlusswort zu machen. Das steht ihm auch zu und deswegen machen wir und dann binden wir den Bogen für heute ab. Ja, liebe Damen und Herren, ich fange mal bei Herrn Lösern an. Also eins kann ich sagen, die guten Vorschläge von Bündnis 90 Grüne übernehmen wir immer. Also die guten immer. Geld, das Plakat hieß, sie hat nicht zu Ende gelesen, Geld ist genug da und dann stand nicht, es muss nur verteilt werden, sondern es muss richtig eingesetzt werden. Und darüber reden wir heute. Und deshalb ist es auch nie falsch, dass es dort steht. Und dann möchte ich was zu Herrn Donhauser sagen, was in unserem Wahlprogramm steht. In unserem Wahlprogramm steht sehr wohl, Herr Wirtz hat es auch bereits gesagt, dass wir jede Verbilligung des ÖPNV unterstützen. Jede. Und auch diese. Und selbstverständlich steht davor auch noch, dass wir am Sozialticket festhalten und es nicht in Frage stellen lassen wollen. Und dazu stehen wir auch konsequent zu unserem Wahlprogramm. Und wir haben im Unterschied zu Ihnen niemanden versprochen, dass das 365-Euro-Ticket am 1. Januar nächsten Jahres kommt, sondern wir haben gesagt, das muss geprüft werden, das dauert etwas, weil das ist ein großes Rad, was dann gedreht wird, das ist frühestens mit dem nächsten Doppelhaushalt überhaupt vorstellbar. Und Herr Lichti hat auf die Unterschiede zu Wien hingewiesen. Jetzt ist er gerade abgelenkt. Herr Lichti, es ist nicht nur der Unterschied, dass in Wien manches anders läuft und dass man dort einen viel höheren Anteil am ÖPNV hat, schon heute, sondern es gibt auch noch einen Unterschied zu Wien. Dort wird die Kommunalpolitik seit 1918 im Wesentlichen von links gemacht.
Darum spricht man auch vom Roten Wien. Und wir haben es gehört von Herrn Wirz. Es ist ein Vorbild, was den sozialen Wohnungsbau anbelangt. Und es ist eben auch ein Vorbild, was den öffentlichen Nahverkehr anbelangt. Ich möchte gern was zur SPD sagen, weil nicht nur die Dresdner CDU plakatiert mit dem 365-Euro-Ticket, das macht auch die SPD, allerdings nicht in Dresden, sondern in Leipzig, wo sie regiert, wo sie in Oberbürgermeister steht. Und mir wäre jetzt neu, dass in Leipzig die finanzielle Situation so deutlich besser wäre als die in Dresden. Aber dennoch, und das Sache möchte ich auch wirklich mal an dieser Stelle loswerden, danke ich Herrn Stallmann-Fischer ausdrücklich für seinen sehr konstruktiven Beitrag. Ich glaube, er hat in den letzten Jahren hier sehr, sehr viel auch bei Rot-Rot-Grün beigetragen, dass wir im ÖPNV so gut vorangekommen sind und dafür wirklich meinen herzlichen Dank. Ich hatte ja bereits angekündigt, wir nehmen die kleinen Bedenken unserer Partner da ernst und übernehmen deshalb diesen Ersetzungsantrag und könnten darüber abstimmen. Manchmal passieren Sachen, wenn man sie gar nicht erwartet, in letzter Minute. Erinnern Sie sich, im letzten Bundestag, da hatte sich Frau Merkel in einem Interview etwas verplappert und etwas angekündigt für nach der Wahl. Und dann ist der Bundestag zu seiner letzten Sitzung zusammengekommen und hat es noch beschlossen. Es hat sozusagen Geschichte geschrieben in Deutschland. Ich will das jetzt nicht hier ganz so vergleichen, sicher sind wir nicht ganz so bedeutend wie der Bundestag. Und die Einführung der gleichen Ehe für alle. Aber es hat schon etwas von dem Moment, die CDU hat sich ein bisschen vergaloppiert in ihrem Wahlkampf. Wir haben sie beim Wort genommen und jetzt können wir Nägel mit Köpfen machen. Ihr Antrag, den Sie jetzt noch eingebracht haben, ist leider eine Abschwächung. Deshalb schlagen wir vor, unserem Antrag in der Fassung des Ersetzungsantrags von SPD und Grünen zuzustimmen. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt will ich nur mal, wenn wir jetzt zum Abstimmen kommen, aufräumen mit einem, was Sie immer sagen, Sie übernehmen hier gar nichts, weil wir normalerweise über einen federführenden Ausschussbericht abstimmen und deswegen wird das Verfahren wie folgt sein. Wir haben zwei Ersetzungsanträge vorliegen. Ich interpretiere jetzt mal den von der CDU als den weitergehendsten, den würde ich als erstes abstimmen. Dann habe ich einen interfraktionellen Ersetzungsantrag von Bündnis 90, die Grünen und der SPD. Den würde ich dann nachabstimmen. Wenn davon keiner die Mehrheit hätte, dann stimmen wir über den negativen Ausschussbericht ab. So wird das Verfahren laufen und nicht anders. So, damit kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Ersetzungsantrag CDU zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen.28 Ja-Stimmen, 39 Nein, eine Enthaltung, wäre damit abgelehnt. Dann kommen wir zum Ersetzungsantrag interfraktional Bündnis 90 Die Grünen SPD. Wer dem zustimmen möchte, ist jetzt an der Reihe. Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen bei 2 Enthaltungen wäre das so beschlossen. Und damit der Tagesordnungspunkt 31. Herr Oberbürgermeister, ich bitte noch mal um eine Wiederholung der Abstimmung für das Protokoll gemäß unserer Geschäftsordnung. Ich glaube, das sollte man festhalten, wer dem 365-Euro-Ticket heute zugestimmt hat und wer nicht. Wir wiederholen das gerne noch einmal, damit wir das dann eben auch aufnehmen. Im Übrigen stimmen wir keinem 365-Euro-Ticket zu, sondern entsprechende Prüfaufträge, die hier drinnen stehen und nichts anderes. Herr Donauser? Nee, das ist jetzt zu. Wir sind jetzt. Also,
Ich wiederhole die Abstimmung zum Thema Ersetzungsantrag Bündnis 90 Die Grünen SPD. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja, 35 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen, damit so beschlossen. Damit sind wir nicht weit gekommen in der Tagesordnung, aber ich hatte es ja beim Ältestenrat schon avisiert und das würde ich Ihnen auch jetzt schon fröhlich zurufen. Nachdem Sie fleißig Wahl gekämpft haben, werden wir uns in der nächsten Sitzung, in einer zweitägigen Sitzung, wiedersehen. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Ja.